Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio HBW. Ja, wir haben heute mal wieder Besuch. Der nächste Europaabgeordnete hat auf seiner Sommertour einen Besuch bei uns eingelegt. Schönen guten Tag, ich begrüße im Studio Herrn Arne Lietz. Schönen guten Tag, ich komme aus der Lutherstadt Wittenberg. Ja, und im Unterschied zu dem letzten Vertreter des Europaparlaments kommt er von der SPD. Das müssen wir der Fairness halber zusagen, das haben wir beim letzten Mal auch. Ja, Herr Lietz, was treibt Sie in diese Gegend? Ich bin 21 Tage in Sachsen-Anhalt unterwegs. Wir haben jetzt Sommerzeit, wir haben Urlaubszeit, die nutze ich. Das heißt, ich gucke mir vor Ort an, wie Europamittel genutzt werden können für die Dorfgemeinschaftshäuser, für Tourismusangebote, aber auch für Sozialprojekte. Und ich komme gerade von den Concordia-Seen. Ich habe heute erlebt, dass auch dieser Radiosender von Europamitteln mit kofinanziert wird. Das ist ganz wichtig. Wir haben uns darüber unterhalten. Das tue ich überall, auch in den Dorfgemeinschaftshäusern. Wie sind die Auflagen? Wie können die europäischen Mittel zum Segen und nicht zum Fluch werden? Das ist viel handgestrickte Verwaltungsarbeit. Da kann man im Land noch das ein oder andere tun. Das sind nicht immer europäische Verordnungen. Und dann bin ich unterwegs und gucke, was die Leute vor Ort beschäftigt. Wie die Klimaauswirkungen, die wir ja aktuell haben, den heißen Sommer, welche Auswirkungen das hat auf die Landwirtschaft, wie wir mit den Europamitteln früher jetzt zu den Landwirten gehen, damit sie Cash in der Kasse haben, um ihre zusätzlichen Kosten jetzt zu bewältigen, aber auch wie wir mit der Landwirtschaft, mit der Forst vielleicht zukünftig damit umgehen müssen, wie wir neue Wettersituationen haben, wie wir löschen, was macht die Feuerwehr, wie löschen wir aus der Luft, was macht die Polizei. Ich war an der Tankstelle Praktikant. Ich bin Praktikant bei einem Supermarkt an der Kasse. Das Geld, was ich da einnehme, geht in ein soziales Projekt. Ich schaue mir Projekte an für Behinderte. Und vor dem Hintergrund bin ich einfach im Land unterwegs, 21 Tage, und schaue, wie Europa vor Ort besprochen wird. Spreche mit Bürgerinnen und Bürgern, mit kleinen Gruppen, größere Veranstaltungen und bin einfach unterwegs und freue mich heute hier, den Sender kennengelernt zu haben. Ich finde es schön, dass die Regierung aus Sachsen-Anhalt betont hat, dass die Vielfalt, die Medienvielfalt bei uns im Land ganz wichtig ist. Ich bin international unterwegs in vielen Ländern, wo die Pressefreiheit mit Füßen getreten wurde. Ich habe auf Demonstrationen vor Gerichtsprozessen in der Türkei gestanden, wo ich gefordert habe, dass das, was hier im Sender passiert, nämlich freie Meinungsäußerung, auch in der Türkei gilt, dass die Menschen aus den Gefängnissen kommen, das nehmen wir als selbstverständlich hin. Das war es nicht zu DDR-Zeiten, das ist es auch weltweit heute nicht. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir freie Radiosender haben. Und gerade wenn Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Radio betreiben, ihre eigenen Sendungen machen, das ist ein Highlight der Zivilgesellschaft. Und von daher freue ich mich sehr, dass es hier diese Aktivitäten gibt. Und ich freue mich, dass es eine breite Hörerschaft gibt, die daran Freude hat, diese Sendung hier jeweils in der Vielfalt zu hören. Ja, schönen Dank, Herr Lietz. Und damit haben wir auch mal Gelegenheit, bei Europa Danke zu sagen, zumindest bei einem Vertreter von Europa. Denn Sie wissen ja, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere digitale Umstellung hier im Radio klappt nicht ohne Geld. Und da kriegen wir einen großen Schluck aus der Flasche aus Europa. Ja, schönen Dank. Ich sage auch Danke. Jörg Buschmann von Radio HBW.